Berlin, um hier zu stehen, braucht man Mut. Ihr habt Mut. Dankeschön. Und Mut brauchen auch Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Ich als Musiker kann das sagen, dass sich leider sehr wenige trauen. Aber es gibt Sportler, die sich trauen. Macht einen donnernden Applaus für den Basketballer Yoshiko Saibu, die Leichtathletin Alexandra Wester und den Fußballweltmeister Thomas Bertold. Hallo, meine Heimat Berlin. Am 1.8. habe ich genau hier gestanden, um mit vielen von euch für unsere Grundrechte zu demonstrieren. Das war die erste Demo, an der ich in meiner aktiven Basketballkarriere teilgenommen habe. Die Spaltung, Angst und Unsicherheit, die sich zwischen den Menschen aufgebaut hat, besorgt mich. Menschen drehen die Köpfe, bevor sie über bestimmte Themen sprechen. In ganzen Communities, in Freundschaften und sogar in Familien tun sich Gräben auf. Viele von euch haben sicher manche solche Erfahrungen machen müssen. Aber wir alle haben ein Mitspracherecht zur Gestaltung unseres Lebens. Deswegen war ich hier, um die Verhältnismäßigkeit der Staatsmaßnahmen zu hinterfragen. Kurz danach haben sich die Ereignisse in meinem Leben überschlagen. Mein Agent rief mich an und sagte, mein Team kündigt mir fristlos, da ich angeblich ein Infektionsrisiko darstelle. Man schrieb Headlines wie, bleibt der Corona-Leugner im Nationalteam? Mein erster Gedanke, ich habe nie Corona geleugnet. Mein zweiter Gedanke, ist Hinterfragen von Maßnahmen heute schon eine Leugnung? Eine Flut von Anrufen und Nachrichten aus der ganzen Welt haben mich erreicht. Positive wie negative. In einer Nachricht wird meiner Familie der Tod gewünscht, in der nächsten bekomme ich ein Jobangebot auf Lebenszeit. Mehr Polarisierung geht nicht. An dieser Stelle ein Dank an alle Menschen, die Support ausgesprochen haben und ihre persönlichen Schicksale mit mir geteilt haben. Diese Schicksale sind einer der Gründe, warum ich heute hier spreche. Viele Menschen haben Angst davor, ihre Meinung zu äußern, aus Angst vor Konsequenzen. Das ist nicht das Bild, was ich im Kopf habe, wenn ich an unsere Gesellschaft denke. Und das tolerante und offene Leben, was wir uns alle wünschen. Ich bin Basketballspieler, aber in erster Linie bin ich Mensch. Ein Mensch mit dem Recht auf eine eigene Meinung, so wie jeder einzelne von euch auch. Meine Familie hat mich gelehrt, für das, was ich für richtig halte, einzustehen. Ich glaube an Liebe statt Angst. Toleranz statt Diskriminierung und Gemeinschaft statt Spaltung. Die Meinungsvielfalt ist das, was unsere Kultur und Gesellschaft ausmacht. Und meine Hoffnung mit diesen Worten, die ich an euch richte, ist Folgendes zu realisieren. Jeder einzelne von euch trägt sein Teilstück zur Gesellschaft bei. Nutzt eure Stimme, gestaltet mit. Manchmal ist der Weg nicht einfach, aber glaubt mir, er wird es immer wert sein. If you don't stand for something,
You will fall for anything. Danke. Das Erste, was ich heute sagen möchte, ist Liebe und Respekt an alle, die für ihre Meinung gerade stehen, für die positive Veränderung, auch wenn sie nicht dem Mainstream entspricht. Liebe und Respekt an die Experten in ihrem Bereich, die Gesicht und Rückgrat zeigen konnten für ihre kritische Meinung, ihre Auswertung, ihre Einschätzung abliefern konnten, die in einem demokratischen System eben nicht bestraft werden sollte. Sie sollte vielmehr gehört, respektiert und sogar angewendet werden. Respekt und Liebe auch für jeden, der hier heute steht, für die Toleranz, für das Miteinander und für die Hoffnung. Auch Respekt und Liebe an jeden, der dafür natürlich auch einbüßen musste. Ob in der Gesellschaft, im Freundeskreis oder sogar in der Karriere. Auch Yoshiko und ich mussten im Leistungssport dafür einbüßen, dass wir die aktuellen Regierungsmaßnahmen hinterfragt haben. Wir lieben unseren Sport. Aber die Freiheit, die Selbstbestimmung und die Hoffnung, die Menschlichkeit, die lieben wir noch mehr. Und dafür sind wir auch bereit, etwas zu opfern. Denn es geht um unser aller Leben. Es geht um das Leben unserer Kinder. Wenn du als Sportler eine Meinung hast, die nicht dem Mainstream entspricht, dann kriegst du ganz oft zu hören, als Sportler hast du eine Vorbildfunktion. Oh ja, deswegen bin ich mir bewusst, ich bin nämlich Vorbild dafür, mir eben nicht alles gefallen zu lassen. Ich bin Vorbild für den Kampf für die Meinungsvielfalt. Ich bin Vorbild dafür, für die Person zu sprechen, die gerade eben nicht gehört werden. Alle Antworten, aber wir sind hier, um sie zu finden. Wir sind hier, um Fragen zu stellen, Fragen zuzulassen, den Diskurs zu eröffnen. Weil, liebe Freunde, dafür ist die Demonstrationsfreiheit da. And I'm proud that all of Europe has come together today to stand as one. And when you speak for the people that are not being heard right now, you will be in peace with yourself. Denn hier geht es um die Meinungsfreiheit. So wurde ich erzogen und so werden wir auch unsere Kinder erziehen. Dankeschön. Hallo ihr Lieben. Meine Augen sind so schlecht, ich kann vom Handy nicht mehr lesen, deswegen habe ich meine Rede aus Papier geschrieben, die ich euch mitteilen möchte. Patient Deutschland. Ich war früher rechter Verteidiger im Fußball. Ich war an 3 Weltmeisterschaften dabei und bin Weltmeister geworden. Aber lasst mich zu Beginn eins klarstellen. Ich bin weder rechts noch links. Ich bin kein Verschwörer, ich bin vor allem kein Antisemit. Und ich bin auch kein Corona-Leugner. Ich war als Mannschaftssportler immer einer, der offen und ehrlich seine Meinung gesagt hat. Denn nur so gibt es Entwicklung. Rückblickend, nachdem ich vor 3 Wochen meine Meinung laut gesagt habe, bin ich öffentlich beschuldigt worden. Man schreibt, ich sei Antisemit und rechtsradikal. Ich möchte in meinem Land meine Meinung sagen dürfen. Und zwar laut. Und ich möchte hier was klarstellen. Vor 21 Jahren habe ich ein Buch gelesen. Das war nicht mein Lieblingsbuch. Das habe ich einfach nur gelesen. Ich war immer da, was auch immer da in den Medien herumgeistert.
Ich sage es noch einmal ganz klar und deutlich, dass ich politisch neutral bin und andere Religionen und Kulturen achte und wertschätze. Ich bin kein Antisemit und ich bin auch nicht rechtsradikal. Nur damit, dass jetzt auch der letzte Journalist das versteht. Ich bin auch kein Mediziner. Deshalb ist alles, was ich tun kann, ist meinen gesunden Menschenverstand einzuschalten. Ich habe mich hier Querdenken angeschlossen, weil Querdenken für die Wahrung unserer Grundrechte steht. Querdenken ist vor allem eine friedliche. Und das habt ihr heute alle gezeigt, heute Abend hier, den ganzen Tag über. Und nicht politische Bewegung, die uns alle hier vereint. Zusammen und miteinander stehen wir für Wahrheit, Frieden, Freiheit und für die Liebe. Ich bestreite nicht, dass 10/19 schlimm ist für alle, die schwer erkrankt sind. Und ich traure mit ihren Verwandten um ihre Verstorbenen. Traurig ist auch, dass uns alte Verwandten und Freunde nicht begleiten und begraben durften. Ich kann wie alle, wie jeder Bürger, die veröffentlichten Statistiken und Zahlen lesen und erkenne, dass die Maßnahmen dieser Regierung nicht verhältnismäßig sind und waren bisher. Und sie werden vor allem nach wie vor nicht korrigiert, obwohl trotz steigender Tests die Infektionszahlen gefallen sind. Coronaviren gibt es schon seit vielen Jahren. Es sind Erkältungsviren. Ich möchte hier nicht einschätzen, wie gefährlich dieses Virus ist. Laut Professor Bhakti entspricht es einem Krankheitspotenzial einer mittelschweren Grippe. SARS-CoV-2 hat also nicht als sogenannter Killer-Virus sich erwiesen. Er hat nicht zu mehr als 1 Million Toten geführt, wie von Professor Drosten prophezeit. Derzeit gibt es in Deutschland ca. 230 Menschen in Intensivbehandlung. Leute, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. 230 Leute. Und wird uns ein ständiges Ansteigen von Infektionszahlen tagtäglich mitgeteilt, ohne diese Zahlen medial ins richtige Verhältnis zu setzen. Und es gibt in unseren Mainstream-Medien noch immer keine Unterscheidung zwischen Infektion und Erkrankung. Zu keiner Zeit hat es in unserem Land eine Übersterblichkeit gegeben. Das heißt, im Vergleich zu den Vorjahren sind nicht mehr Menschen gestorben. Das könnt ihr alle nachlesen, dafür gibt es genug Portale. Aber Quarantäne und Lockdown haben bei uns viel Leid und großen Schaden verursacht. Unsere Grundrechte wurden und werden bisher eingeschränkt wegen 230 intensiv behandelten Menschen. Wow! Und dafür rühmt sich unsere Regierung. Die aktuellen Schutzmaßnahmen sind aufgrund von Fehleinschätzungen völlig überzogen und müssen eigentlich ab morgen sofort eingestellt werden. In unserem Land, wo jede Schraube und jedes Rad zertifiziert und verifiziert und genormt ist, gibt es keinen zertifizierten, validierten Test. Das müsst ihr euch mal hinterfragen. Warum ist das so? Und vollkommen nutzlos dagegen sind auch diese unsäglichen Masken. Mit den Informationen, die ich habe von Mikrobiologen und Medizinern, schützen Masken im OP-Saal vor Keimen und vor Bakterien, aber nicht vor Viren, weil die viel zu klein sind. Um das mal bildlich darzustellen, das Virus ist so klein, dass sich durch Gewebemaschen der Masken hindurchschlüpfen können, so wie etwa eine kleine Mücke durch ein großes Fußballtor. Vor allem hat unsere Regierung jegliche Haftung ausgeschlossen, wenn durch das Tragen einer Maske euch ein gesundheitlicher Schaden entsteht. Das muss man sich auch mal reinziehen. Masken traumatisieren und sind auch Angstverstärker. Masken schüchtern ein. Aber wer Masken sinnvoll findet, der solle sie tragen. Jeder in seiner Eigenverantwortung.
unsere Medien müssen zur Verantwortung gezogen werden mit ihrem Mittätertum. Wir werden alle hier desinformiert. In einer Demokratie muss das Hinterfragen von Maßnahmen möglich sein. Und zwar ohne mediale Diffamierung. Aber bereits das kritische Hinterfragen führt ins mediale Abseits. Wir müssen eine breiter angelegte Diskussion darüber führen. Was macht den Nutzen eines Lockdowns aus und was sind die Folgen und Auswirkungen für die nicht an Covid Erkrankten? Warum findet in den Medien keine Diskussion statt mit international anerkannten Experten, die sich kritisch zu den Maßnahmen äußern? Kinderärzte, wie ihr bereits gehört habt, schlagen Alarm. Besonders betroffen sind die Kleinkinder ab 6 Jahren, die zunehmend körperlich und vor allem seelischen Schaden nehmen. Und Masken für Kinder sind nicht ethisch, sondern gefährlich. Und eine Gesellschaft, die ihre Kinder so behandelt, ist unmenschlich. Ja, wir alle haben alte Menschen in unserem Kreis. An die denken wir und auch an die Kranken und die schwachen Vorerkrankten. Aber lasst uns gemeinsam diese Menschen schützen, wenn sie es möchten. Lasst uns nicht für noch mehr Leid und Einsamkeit sorgen, weil sie alleingelassen werden. Unsere Grundrechte sind zu Unrecht beeinträchtigt worden. Und der Schaden wird von Tag zu Tag immer größer. Deshalb bin ich hier aktiv geworden. Jetzt muss vor allem diese Regierung zur Verantwortung gezogen werden. Alles hier bei uns ist angstbesetzt. Und Angst macht krank. Lasst uns wieder in unsere Werte gehen. Auch um die Lebensfreude und um die Gelassenheit. Die ist hier vollkommen verloren gegangen. Vor allem, lasst uns unseren Humor nicht verlieren. Es geht hier um uns alle. Auch um die jungen Leute. Nur der fruchtbare Diskurs und Austausch bringt eine Gesellschaft weiter, damit sie sich entwickeln kann. Lasst uns diese Zeit als Prüfung sehen, aus der wir lernen und als Volk wachsen. Lasst uns auch lernen von anderen Ländern. Wir Menschen müssen wieder zusammenfinden. Eine Regierung ist dafür da, ihr Volk zu stärken, ihr Volk zu vereinen und zu verbinden. Wo bleibt die kritische Intelligenz in diesem Land? Wenn ein Virologe wie Professor Streeck, ich zitiere, wäre uns das Virus nicht aufgefallen, hätte man vielleicht gesagt, wir haben dieses Jahr eine etwas schwere Grippewelle. Wo sind die humanistischen Ideale in unserem Land geblieben? Lasst uns gemeinsam einstehen für Menschlichkeit, für Freiheit, für Verbundenheit, Aufklärung und Frieden, Mündigkeit, Gerechtigkeit, Anständigkeit und Demokratie. Demokratie kommt vom Demos, das Volk, und bedeutet Volksherrschaft. Dazu gehört, das Begehren von Bürgern ernst zu nehmen, indem eine Regierung darauf antwortet. Unser gesamtes System ist aufgrund dieser unverhältnismäßigen Maßnahmen aus dem Gleichgewicht geraten. Ich persönlich habe kein Vertrauen mehr in diese Regierung. Vielen Dank fürs Zuhören.